Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Minecraft-Stadtprojekt. Ja, das Projekt ist nun offiziell fertig und einsendungsbereit. Und ja, bevor wir das machen, wollte ich euch nochmal alles einmal zeigen. Also sprich, das ist eine XXL-Folge. Nehmt euch irgendwas zu snacken, zu trinken, whatever. Und dann lasst uns starten. Ja. Zuerst mal, wir haben einen neuen Spawn-Beginn. Das ist dann einfach dafür... Also, werdet ihr gleich sehen. Genau. Ja, wir spawnen jetzt hier in so einem kleinen schwarzen Kasten und hier haben wir einen Knopf. Wichtige Infos. Nach Spawn auf der Brücke bitte Einführung anhören. Okay, dann drücken wir den mal. Guten Tag an die Person, welche sich diese Einsendung ansieht. Vor allem an den lieben THC. Mein Name ist Red Gamer und ich möchte dich einmal schnell über diese Einsendung informieren. Bevor du loslegst, solltest du wissen, dass vieles in dieser Einsendung mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Eindruck denkt. Du wirst an einer Brücke spawnen. An dieser ist eine Wand mit vielen bunten Schildern, also dreh dich um und du wirst sie sehen hoffentlich. Diese kann man alle anklicken, was du auch tun solltest. Vor allem ist wichtig, wenn du auf Map Start klickst, bitte nicht F1 drücken, da mit Titeln und so weiter gearbeitet wurde. Außerdem würde ich mich über Unterstützung freiwilliger Basis freuen. Verweis auf YouTube-Kanäle etc. im Creditraum. Alles weitere erfährst du auf der Brücke. Und jetzt viel Spaß. Ja, genau. Und dann seht ihr hier verschwindet der Knopf und dann haben wir hier drüben eine neue Lampe. Die drücken wir einfach mal. Und dann spawnen wir hier direkt auf der Brücke. Einmal kurz alles laden lassen, ne? So, genau. Und dann haben wir hier ein paar weniger Schilder. Wir haben jetzt einfach nur Map Start, Einführung, Credits und Feuerwerk. Und wenn der Keks in der Kiste eine Pizza ist, dann ist das Pack aktiv. Ist eine Pizza. Oh ja, also ist sie selbst Pizza. Genau, da haben wir hier einmal einen Forschungsgebiet, eine Forschungsgebiet Keycard. Ich kann Deutsch. Smart Schnellreisebuch und natürlich noch die von der Mall hier. So. Genau, müssen wir nicht den ganzen Weg laufen. Im Schnellreisebuch seht ihr dann hier einmal alles, was es gibt. Dann haben wir noch das Buch, das brauchen wir nicht lesen, das ist für den liebenden Joecraft, wenn er sich das anschaut. Einführung kennt ihr schon und dann würde ich einfach sagen, also wir können sie, nee, brauchen sie nicht nochmal anhören. Ich zeige euch ja alles. Und dann gehen wir mal auf Map Start. Genau. Dann gehen wir mal direkt hier durch. Was ist denn der Hochwert? Ey. Gemein. Genau, da haben wir hier erstmal in unserem Chat eine Info. Info auf der Karte, siehst du kleine rote Punkte, die solltest du dir unbedingt anschauen. Beim kleinen Park neben uns musst du etwas suchen, um den coolen Fahrstuhl zu aktivieren, der dich hineinbringt. Das ist dann an das Labor hier oben angelehnt. Das wollte ich nicht. Genau. Den werden wir dann gleich anschauen. Wir gucken erstmal hier auf der Karte. Wir haben hier einen dicken, fetten, roten Punkt bei der Kirche. Einen roten Punkt hier auf diesem komischen Media Center. Eines hier oben beim Labor. Einen bei der Twin Pines Mall. Red Market. Beim Sägewerk kennt man sogar, glaube ich, gar nicht, ne? Oder wird da gar kein hingebaut? Uff. Naja, wir machen das jetzt einfach mal provisorisch, nicht provisorisch, was rede ich hier? Natürlich haben wir jetzt hier ein bisschen was am Anfang noch verändert, also hier ist ja noch das schöne Board der Verewigung oder die Wand der Verewigung. Und dann haben wir hier eine Tür, diese Tür nicht öffnen. Ich glaube dem Schild mal. Ja, dann haben wir hier hinter noch ein cooles Secret für den lieben Josef. Falsche Wand. Ja, hallo. Das ist nämlich Dankeschön. Also echt. Ja, dann haben wir hier, wenn du mich anklickst, kommt ein Rickball. Überlege dir also gut, ob du es anklickst. Schlecht. Oh, okay. Ja, gut, das war fein. Die Steingärter Straße. Oh, einmal laden lassen bitte. Danke. Und dann haben wir jetzt hier rechts die Kirche von dem Dogcraft. Und das kann man überhaupt nicht lesen auf dem Schild. Ein Augenblick. Jetzt ist es besser. So.
Ab in die Kirche. Der Strawcraft hat auf seinem Kanal ein Video zu der Stütze gemacht, die es hier gibt. Wenn man nämlich hier reinschaut, da steht hier das Vater Unser, genau. Und hier. Genau, wenn du dich in den Räumlichkeiten der Kirche ein wenig umschaust, findest du das ein oder andere Secrets. Viel Spaß beim Erkunden. Und so weiter. Dann würde ich mal sagen, hören wir uns mal das schöne Orgelspiel an. Das ist wirklich wunderbar für die Ohren. Da haben wir hier nämlich einen kleinen Orgel-Recall. Wobei ich finde, das klingt gar nicht mal so schlecht. Genau. Willkommen im Arztturm Media Center. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich würde gerne ins Büro des Besitzers. Gibt es da eine Möglichkeit? Wenn Sie einen Termin vereinbaren wollen, melden Sie sich nächste Woche nochmal. Achso, ja, okay, also ausgebucht. Es ist aber wirklich sehr dringend. Können Sie da vielleicht nicht eine Ausnahme machen? Das Büro ist im obersten Stockwerk, der Gang links. Der Aufzug ist leider nicht vorhanden. Oh, vielen Dank. Mehr ist das ja auch nicht. Dann gehen wir mal weiter. Ne, U-Bahn fahren wir jetzt noch nicht. Sondern wir gehen jetzt erst einmal ins Loch. Man könnte denken, die Welt steht Kopf. Ja, hier die Pizzeria. Günstig und lecker. Pizza in deiner Ecke. Das ist so ziemlich alles, was auf unserer Pizza drauf muss. Interesse? Ich hätte gerne drei. Willkommen in der örtlichen Lotterie. Hier können Sie Lose kaufen. Unser momentaner Gewinn beträgt 3 Milliarden Emeralds. Hey, jetzt habe ich ein Los bekommen. Cool. Danke, Tür. Seht ihr, sind die Bilder weg. Wir haben jetzt hier... Alter. Immer laden lassen. Ach ja, vergesse ich immer wieder. Haben wir hier ein kleines Board mit allen Produkten oder ein paar von den Produkten, die wir verkaufen. Ja. Und natürlich der kleine Brunnen, der gerade aus ist. Oh Mann. Hier hintreten. Liebe Kunden, der Red Market steht Ihnen mit großer Vielfalt zur Auswahl. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ja, das werde ich, dankeschön. Genau, die Ansage habe ich dann generieren lassen. Ist das Förderband gerade an? Ist es. Guck mal, es sieht realistischer aus, auch wenn es jetzt fliegt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Naja, genau. Und dann haben wir noch einen Knopf. Josef an Kasse 3, bitte. Genau, das ist die Ansage, dass Josef da bitte an Kasse 3 kommen soll. Itemscanner. Ich hab Items. Genau, dann würde ich sagen, nehmen uns jetzt einfach mal hier ein bisschen Kleidung und dann sehen wir uns, wenn ich mich gleich umgezogen habe. So, frisch angezogen kommen wir nun aus unserer Umkleidekabine. Nicht wundern, das Game ist gerade bei mir einmal abgestürzt, warum auch immer. Wobei ich das auf mir geklaut habe, weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja, genau, wir haben jetzt den Wettmarkt hinter uns gelassen. Und natürlich bezahlen wir nicht, ich meine, uns gehört der Laden, hallo. Genau, beim großen Gang hier angekommen haben wir hier links einmal Dogcraft seinen kleinen Laden. Ähnlich angelehnt an meinen, aber natürlich ist meiner, also der Wettmarkt ist natürlich viel besser. Oh, und hier kommen wir nicht mehr raus. Verdammt. Ja. Dann haben wir hier drüben jetzt eine kleine, wie nennt man das? Einen kleinen Schießstand? Ja, doch, einen Schießstand, ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ich werde mal schauen, ne? Komm, wir machen einmal hier. Jeden treffen. Gut, komm. Na, verdammt, hätte fast alle fast reingeschafft. Da. Den habe ich auch nicht getroffen. Wieder nicht. Da hinten noch. Hammer. Und den. Oh, wir haben alle getroffen. Hey, Applaus. Das ist ein kleiner Internet-Shop, sagen wir mal. Man kann hier die neuesten MacBook Pros kaufen. Sind, glaube ich, welche. Außerdem kann man hier noch Social Media Bereich irgendwas machen. Und ja.
öffnen wir einen kleinen Baumarkt mit ein paar Pflanzen, Sachen, die man zum Alltag braucht, Tools. Ja, mehr ist das eigentlich auch nicht. Ein kleiner, aber feiner Laden. Ikea, nenne ich es jetzt mal. Ein kleiner Bereich von mir eingerichtet mit Betten, verschiedenen Stühlen, Wanddesigns und natürlich noch ein paar Türen, Schränken und ja, mehr ist es auch nicht. Das Sägewerk. Tada. Genau, Sägewerk kennt vielleicht schon welche von euch, an die neuen und so. An die neuen. Sägewerk, einfach ein kleines Zwischenprodukt. Ich fand's cool, irgendwie so ein bisschen mit Animation rumzuspielen. Zum Beispiel hier dieser Baum, der fällt hier um und dann könnt ihr einfach, ja, ein bisschen Roleplay-mäßig den Baum von seinen Blättern befreien. Den Stamm würdet ihr natürlich dann mitnehmen und den hier draufpacken. Wenn ihr hier drauf drückt, dann seht ihr, fährt dieser Lastenzug nach oben. Genau. Wir können mal kurz mit nach oben laufen. Fällt zwar super wieder runter, aber egal. Hier oben könnt ihr dann das Holz entgegennehmen. Der Typ da oben würde dann alles steuern, auch wenn das nicht wirklich zu steuern ist. Das ist die Animation, auf die ich besonders stolz bin. Wir gehen einfach mal mit. Genau. Ein ganzer Holzstamm wird hier in Einzelteile zersägt und dann in Planken zerschnitten, dass man hier hinten dann einfach sich die Planken rausnehmen kann. Kleine, aber feine Spielerei. Zum Labor. Genau. Hier im Labor habe ich ja, oder stand ja im Chat, dass man erst ein wenig suchen muss, um den geheimen Fahrstuhl zu finden. Und ja, man muss hier diesen Knopf drücken, der sehr schwer zu sehen ist, finde ich. Aber ich habe den Weg mit einer roten Nadel markiert, damit man überhaupt eine Chance hat. Ja, dann drücken wir das Ding mal und dann öffnet sich hier etwas mit weißen Schaltkern. Und sobald ich mich jetzt hier drauf stelle, fährt das Ding nach unten. Und ich schließe die Decke. Genau. Und dann kommen wir unten im Labor an. Wunderschön. Ich mag das. Uiuiui, und jetzt geht's los, ja. Denn wir machen hier Versuche mit Tieren und ihr merkt, die FPS gehen ordentlich runter. Werde ich gleich merken, warum. Genau, hier haben wir dann einmal so einen Feuerraum. Mit Licht. Da an dem Fahrstuhl, der wieder hochfährt. Und, ey, Alter, das ist ja schlimm hier. Genau, Forschungsgebiet, Kikas. Rennen mit dir. So, und der Grund, weshalb es jetzt hier anfängt so rumzulegen, ist der da. Der Dude da vorne. Ein bisschen in Stasis, von einem roten Laserkäfig umgeben. Genau. Aber ein blauer Wizard, der ist auch sehr, sehr selten, also, ja. Wenn man zu nahe kommt, sollte der eigentlich Schaden machen, ja. Also lieber nicht zu nahe kommen. Dann haben wir hier einen Wizard, der ist, wie gesagt, schon in Stasis. Kann einen auch nicht wehtun, man. Oh, Black. Man kann ihn auch nicht schlagen. Und hier hinten ist ein Laserstern, der ist später für die Stützejagd nochmal wichtig. Hier ein Creeper, der wird gefoltert, weil er hier über Kopf hängt. Über einer Katzengrube, und wie wir alle wissen, mögen Creeper Katzen ja nicht so besonders und fliegen vor denen. Dann hier das Regenbogenschorf, das ist ein Klassiker, und der Killerhase. Wenn man da reingeht, dann stirbt man. Das tue ich mal lieber jetzt nicht demonstrieren, ich will ja sterben. Hier haben wir dann noch die Hölle, denn wie wir alle, also wie alle Redstone-Liebhaber, wisst ihr ja, Wasser und Redstone vertragen sich nicht so gut. Und ja, was ist dann schlimmer zu sehen als dieses Szenario, wenn Wasser reinfließt und eure schöne Redstone-Technik zerstört? Ah, so ein Schmerz. Aber ja, jetzt sollte wieder flüssiger werden. Dann fahren wir mal hoch.
Genau. Haben wir einfach den Fahrstuhl mit dem vorherigen Recorder, der drin war, einfach ausgetauscht. Also wir haben jetzt einfach einen neuen Recorder. Wunderbar. Klingt auch mehr nach Fahrstuhlmusik. Und ja. Ah, guck mal, da kommt er schon. Wenn man dann in die Bushaltestelle reingeht, dann kommt schon der Bus. Und jetzt hört man genau hin. Nächste Haltestelle, Försterei. Genau. Genau. Wir können jetzt hier in den Zug reingehen und wenn wir jetzt hier drücken. Nächste Station, Stadtpark. Stadtpark, genau. Und zwar haben wir nämlich noch eine Stelle, die ich eigentlich so gut wie noch nie gezeigt habe. Und zwar hat der liebe Zimi hier ja auch mitgebaut ein bisschen. Und da hat er zum Beispiel eine Kirche gebaut, die ich dann halt unten gebaut habe. Ey! Okay. Genau. Und diese Kirche beherbergt auch ein paar Besonderheiten. Wir können ja mal reingehen. Oh, heiliger Geist des Redstone. Wir haben uns hier versammelt, um mit dir zu sprechen. Oh, Moment. Eine neue Person. Willkommen in der Bergkirche. Möchtest du an unserem Ritual teilhaben? Oh ja, nett, dass die fragen. Ja, gerne. Ja? Okay. Dann nimm Platz und wir fangen nochmal von vorne an. Genau. Ich habe hier einfach so Ritualkirche oder sowas was eingesprochen und man kann jetzt zwischen Ja und Nein auswählen. Wenn ich jetzt Nein drücke, passt mal auf. Was? Wie? Du möchtest nicht? Nee. Na gut, dann habe ich keine andere Wahl. Dann verbanne ich dich hiermit. Filme aus dieser Kirche. Hinfort. Oh. Ja, und das Lustige ist jetzt, wenn ihr jetzt versucht, in die Kirche reinzugehen. Was? Wie? Geht das nicht Du mehr. Möchtest nicht? Na gut, dann habe ich Genau. Dann haben wir hier drüben noch einen kleinen Friedhof. Der kann noch nichts Besonderes. Ist einfach nur ein Friedhof. Ist bei einer Kirche noch üblich, denke ich mal. Und da drüben soll ein McDonald's entstehen, aber den lassen wir mal lieber. Ich will ihn mal nicht drüber sprechen. Ja. Dann haben wir hier drüben noch so zwei kleine Gebäude. Hier noch so ein kleines Gewächshäuschen. Und hier haben wir dann das Pfarrerhaus mit dem Blut des Redstone-Gottes. Wir können es mal über uns schmeißen. Oh, heiliges Blut. Ja, und jetzt haben wir einfach tausende Effekte. Ui, das ist das. Wir können jetzt ultra hoch springen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao. Euer Wittgener.